So, als nächstes geht's ran gegen St. Pauli mit dem Anstoß von Aue. So, Aue direkt am Ball verlieren. Und ja, schade, Aue kommt da nicht ran. Jetzt kommt's aber ran. So, Risotto. Was macht der da? Ich hab da nicht mal hab nicht mal da drauf gepackt, dass der Flanken machen soll. Lol, was war da jetzt los? Und Eckball und geht leider vorbei. Auf Georgie. Georgie. Und Hochscheid. Echt gut gemacht gerade von ihm. Eckball. Und gut gemacht vom Torwart. Haben aber noch die Chance einmal hier. Und wieder diese komische Flanke. Das ist irgendwie so komisch. Diesmal habe ich zwar auf Flanken gedrückt, aber naja, nicht in diese Richtung. Aber ja. Ah, shit. Ja, gut gemacht. Und 1-0 für St. Pauli, 23. Minute. So, bis jetzt haben wir eigentlich ganz gut reingestartet, muss ich ganz klar sagen. Besser als sonst, aber erste Halbzeit lief bis jetzt immer am besten als die zweite. So aus meiner Sicht. Oh Gott, was war das für ein Krüppelpass gerade? So wie das. Ah, gut gemacht, guter Hackentrick, glaube ich, war das. Und Hackentrick wieder hier und oh, schade. 2 zu 1 für St. Pauli. So, Anstoß wieder von Aue auf Zulimski. Zulimski. Und Havert Nielsen. 2 zu 1. Und ja. Zulinski wollte erst alleine machen, wurde aber dann von St. Pauli bedrängt, so dass Havard Nielsen ihn dann am Ende reinmachen konnte. Die ganze Zeit mit seinen Hackentricks. Tiki-Taka hier. Und Mennel. Risotto auf Georgie. Letzte Aktion, denke ich mal. War. Ja, kommt da nicht durch. Und ja, Abpfiff. Also, was für Abpfiff? Halbzeitpfiff. So, St. Pauli mit dem Zweithalbzeitanstoß. Mennel. Mennel hat ihn. Wäre eh abseits gewesen. Fofana. Auf Zimmer. Auf Florian Krüger. Und Zolimski versucht da durchzurennen. Oh, guter Sprint, aber kam da nicht mehr so durch. Und 3 zu 1 für St. Pauli. So, Zimmer. Zimmer läuft durch. Ist schnell.
Zimmer kommt da nicht mehr durch. Krüger. Und Harvard Nielsen, war das abseits? War es abseits? Nein, war es nicht. Gut gemacht von Harvard Nielsen. 2 zu 3. So, Zimmer. Oh, schlecht gemacht mit dem Pass. Rizzotto auf Hochscheid. Und Zulimski auf Krüger. Zurück auf Zulimski, auf Gravenberch. Auf Zulimski. Kommt da wieder nicht durch, wird da bedrängt. Und Pauli macht jetzt wieder Druck. Und shit. Shit, das kann was werden. Wird's aber nicht, war abseits. So, Fofana. Wieder auf Zimmer. Auf Krüger. Auf Zimmer. Auf Zimmer. Gravenberch. Ah, Gravenberch kommt da wieder nicht durch. 80. Minute sehe ich auf dem Tacho. Und ja, 4 zu 2, schade. Und Krüger. Kommt da wieder nicht durch, Mann. Was macht er da? Jetzt schwächeln die wieder hier. Hochscheid auf Harvard Nielsen. Harvard Nielsen. Und was macht er denn da? Der Zulimski. Und Abpfiff. Schade. Das wäre gut gewesen. Das war's mit dem Spiel. Auf geht's zum nächsten Spiel. Und zwar gegen Nürnberg. In Nürnberg. So, Nürnberg mit dem Anstoß. Und Nürnberg mit dem Einwurf. Und Krüger am Ball. Krüger. Auf Nielsen. Und schade. Der kam nicht so gut durch. Nürnberg mit dem guten Passspiel. Und Nürnberg mit dem 1:0 in der 6. Minute. So, ich versuche mich mal richtig zu konzentrieren, dass ich das Spiel nicht wieder verkacke, weil das gegen St. Pauli war eigentlich schon ganz gut. Das heißt eigentlich, es war gut und ich will jetzt nicht hier nochmal reinzacken. Und reingezackt. Egal.
Das Spiel ist noch jung. Krüger kommt da nicht mehr vorbei. Hat sich den Ball erkämpft wieder. Und scheiße. Hochscheid. Auf Gravenberg. Und ja, scheiße. Gibt das jetzt einen Elfmeter? Oder was? Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Aber kann sein, dass es jetzt dafür einen Elfmeter gibt. Ja, ich weiß nicht, was da jetzt passiert sein soll. Und scheiße. Krüger wird ihn schießen. Und das kann es doch wieder nicht sein. Nicht mal den Elfer kriegen sie hin. Kopfball geht daneben. Ja, okay, aber man muss ganz klar sagen, ich weiß, ich habe da auch keinen Elfmeter jetzt so wirklich drin gesehen. Und ja, schade. Der wurde irgendwie reingetragen ins Tor. 2:0 für Nürnberg. Hä? Warum geht er nicht drauf? Wo war das Foul? Das war wieder mal Ball gespielt. Das war Ball gespielt. Wo ist das eine Karte? Das war ganz klar Ball gespielt. Und wir sind beide auf die gleiche Idee gekommen zu grätschen. Harvard Nielsen. Harvard Nielsen. Mit dem 2:1. Harvard Nielsen, bester Einkauf meiner Meinung nach für diesen Verein, für den Erzgebirge Aue. Mit Harvard Nielsen hat man nichts falsch gemacht. Hochscheid. Hochscheid ist ein bisschen langsam, deswegen mal passen auf Krüger. Krüger kriegt den aber nicht mehr. Jetzt wieder Konter von Nürnberg. Tiki-Taka hier wieder mit dem Rumgepasse. Und Halbzeit. Bis jetzt eigentlich wieder eine ganz gute erste Halbzeit. Bloß wie ich dieses Turnier kenne, wird die zweite Halbzeit wieder grottig. So, Anstoß von Aue. Georgie. Georgie ist schnell, kann hier durchlaufen. Was macht er da? Wieder mit diesen Krüppelpässen, Digga. Okay, gut gemacht von Männel. Oh, Männel. Schwach gemacht. 3:1 für Nürnberg. Ah. Gravenberg. Und schade gemacht von Georgi oder wer das auch immer war. Und ja. Und Fallett versucht zu rennen. Und wie konnte der nicht reingehen? War das knapp sein Urgroßvater? Oh! Okay, jetzt Fofana. Ah, kommt da wieder nicht durch. Zu langsam gewesen. Fofana hat ihn gut abgefangen.
Und schlecht gemacht von Hochscheid bei diesem Pass. Und Mendel hat ihn. Ja, Krüger kommt da nicht mehr ran an den Ball. War schwach gemacht. Gravenberch auf Georgie. Hacke auf Hochscheid war das, glaube ich. Jetzt Georgie hat den Ball verloren. Oh Gott. Oh Gott. Mendel. Und Fallett mit dem Fehlpass gut abgewehrt hier. Ah, Ecke diesmal kurz ausgeführt. Oh, mit dem Rückfallzieher. Georgie. Warum sind die alle so langsam auf einmal? Die sind. Georgie ist eigentlich einer meiner schnellsten Leute. Will nicht wissen, wie schnell die Leute bei denen sind. Gefühlt so 99 oder so. Ah. Howard Nielsen. 3 zu 2. Gut gemacht, Havard Nielsen wieder. Einer unserer besten Männer auf dem Platz. Dass der noch reinging. Spannendes Spiel bis jetzt. Und, oh Gott, da habe ich gerade nicht gut aufgepasst. Und scheiße. Na, come on, nein, scheiße, 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 scheiße. Schwächeln hier rum, Mann. Das kann doch wieder nicht wahr sein. Das war so ein gutes Spiel bis jetzt. Und jetzt kassieren wir hier so Scheißdinger. Ja, GG. War ein gutes Spiel. Spannend bis zum Schluss. Mit 5 zu 2. So, das war's mit dem Online-Karrieremodus-Turnier. An erster Linie möchte ich mich erstmal nochmal entschuldigen, dass dieses letzte Video hier etwas spät kommt. Ja, tut mir leid, hatte in der letzten Zeit echt keine Zeit, irgendwas zu schneiden. Heute ist jetzt so 2 Uhr in der Nacht. Ich denke mir nur so geil, hab Bock zu schneiden, hab Zeit gehabt, also mache ich das jetzt nochmal. So, und zwar möchte ich nochmal alles zeigen, und zwar die Tabelle sowie die Pokalrunden. Fangen wir mal mit der Tabelle in der Liga an. Auf den ersten Platz, Glückwunsch geht raus an Schwabenstüble mit 28 Punkten, mit einem Tor-Gegentor-Verhältnis von 25. Auf dem zweiten Platz ist das Karrieremodus Duo mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von 17. Auf dem dritten Platz ist das Sane TV mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 16. Nummer 4, der Karrieremodus mit 20 Punkten, ein Torverhältnis von 13. Nummer 5, Hagenlua mit 17 Punkten, ein Torverhältnis von 7. Auf Platz Nummer 6, Metalfire
mit 7 Punkten und ein Torverhältnis von minus 21. Und auf dem letzten Platz bin natürlich ich mit nur einem Punkt, und zwar der eine Punkt aus der ersten Folge gegen The Sane TV und ein Torverhältnis von minus 57. Wir haben einfach 77 Tore reinbekommen. Naja, nicht weiter schlimm. Ich bin ja auch nicht so gut in FIFA, im Gegensatz zu den anderen. Hat auf jeden Fall trotzdem sehr viel Spaß gemacht. So, und zwar nochmal gehen wir rüber zum Pokalspiel. Da gehen wir nicht alles durch. Gehen wir einfach nur zum Halbfinale, wo wir ausgeschieden sind gegen Schwabenstübel mit einem 9:1. Und Schwabenstübel hat das dann auch im Finale gewonnen mit einem 3:4 gegen The Sane TV. Glückwunsch geht nochmal raus an das Double. Er hat einfach mal die Liga gerockt und den Pokal geholt. Glückwunsch geht raus, Props. Und ja, damit hätte ich eigentlich alles gesagt. Damit würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, this is our